Hallo und moin moin aus den Helios-Kliniken. Bei uns ist die Lage weiter unverändert wie gestern. Wir haben 2 Patienten auf der Intensivstation und viele Menschen, die diese 2 Patienten betreuen. Aber es ist schon so, dass die Bilder im Fernsehen allen Gedanken machen. Und gestern im OP hat mich eine unserer OP-Schwestern gefragt, was ich denke, was passieren wird und wie es weitergeht. Und das kann ich genauso wenig beantworten wie alle Politiker und alle Wissenschaftler zurzeit. Und diese Unsicherheit ist das, was uns alle so unglücklich macht und so angespannt macht. Und das macht auch Angst. Tatsächlich ist es so, dass es, dieser Vergleich, den haben wir oft genug alle gehört, man sitzt ein bisschen am Strand und wartet auf den Tsunami und niemand weiß, wann er kommt und wie groß die Welle wird. Das ist das, was uns alle verunsichert. Das ist auch der Grund, warum in den Supermärkten die Toilettenpapierrollen alle leer sind. Warum ist das so? Jeder von uns spürt diese Unsicherheit und versucht zumindest auf einem kleinen Gebiet, wo er sich auch ganz besonders verletzlich fühlt, nämlich in der Hygiene, sich Sicherheit zu kaufen. Und das ist der Grund, warum das Toilettenpapier alle ist. Das macht aber keinen Sinn. Es hilft weder gegen Wellen noch gegen Viren. Und insofern, normale Menge an Toilettenpapier reichen für uns alle. Bitte lasst ein bisschen was übrig. Was kann man sonst im Alltag tun? Ich bin heute ein bisschen müde, weil ich gestern Abend noch gebacken habe. Wir hatten gestern Cupcakes uns von einem hiesigen Unternehmen bringen lassen für die Kollegen und für die Schwestern. Und weil wir dann heute ein bisschen einen gesunden Gegenpol brauchten, habe ich gestern Abend noch gebacken. Und auf Neudeutsch würde man sagen Flapjacks. Die deutschen Menschen unter uns würden sagen, es sind Müsliriegel. Sind aber sehr lecker, kann man toll selber machen, gerade mit Kindern, wenn einem ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Und insofern wäre das die Empfehlung des Tages. Backen Sie doch einfach Müsliriegel selbst, dann braucht man sie auch nicht im Regal suchen. Und ja, in diesem Sinne, wir sind guter Dinge und backen Müsliriegel. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.